and I am probably the greatest detective in the world. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der besten versteckten Details in Filmplakaten. You gotta be kidding me. In dieser Liste suchen wir nach Easter Eggs, Hinweisen auf die Handlung oder lustigen Ergänzungen auf Filmplakaten, die ihr vielleicht übersehen habt. Was haltet ihr von diesen versteckten Details? Gibt es welche, die wir übersehen haben? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Button-Referenz. Auf dieser Liste gibt es zwar jede Menge Handlungsspoiler und komplizierte Easter Eggs, aber wir fangen mit etwas Leichtem und Lustigem an. Der kultige Film Gremlins ist ein Kultklassiker, der das Glück hatte, dass sein Plakat von einem legendären Künstler gemalt wurde. John Alvin. Eine der Firmen, die Gremlins produzierten, war Amblin Entertainment, die Steven Spielberg gehört. Das Logo der Firma ist zufällig ein Ausschnitt aus einer kultigen Szene aus E.T., der Außerirdische. Auf diesem Plakat für den Film Gremlins von 1984 ist die Silhouette des Amblin-Logos auf dem Jeansknopf von Billy Pelzer abgebildet. Eine witzige kleine Anspielung auf die Firma, die den Film ins Leben gerufen hat. Nummer 9. Tarantino Cameo. Wenn du ein Fan von Quentin Tarantinos Filmen bist, hältst du immer Ausschau nach seinem Cameo-Auftritt in all seinen Filmen. Aber Once Upon a Time in Hollywood war eine seltene Ausnahme, in der er nicht auftauchte. What are you talking about? What did that guy tell you? Told me the goddamn truth is what he told me. Aber der schlaue Hund hat einen Weg gefunden, irgendwie in Erscheinung zu treten, und zwar auf dem Plakat. Here I come. Oh, here I come. Oh. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr auf verschiedenen Versionen des Hauptplakats einen Regisseur sehen, der eine Kamera bedient. Es könnte leicht unbemerkt bleiben, aber dieser Regisseur ist Quentin Tarantino persönlich. Nummer 8. Die Oben-Verbindung. Disney- und Pixar-Fans haben viele Theorien darüber, wie alle Animationsfilm-Universen irgendwie miteinander verbunden sind. Nun, es stellt sich heraus, dass sie recht haben könnten. Look, I know this is a little strange, but you gotta trust me on this. Zumindest weiß das Marketing-Team, wie man eingefleischte Fans neckt. Auf einem der Plakate für Toy Story 4 sieht man die Hauptdarsteller in dem Antiquitätenladen stehen, der für einen Großteil des Films als Drehort dient. We have a situation. They need to be extracted from the antique store. How do we do that? Wenn ihr euch die linke Wand genau anseht, findet ihr auf einem der Gemälde ein vertrautes Design und bekannte Figuren. Das Bild ist eine Hommage an das klassische Gemälde Dogs Playing Poker, aber die pokernden Hunde scheinen die Eckszene aus Pixars Oben zu sein. Nummer 7. Morse Code. Der Film Passengers von 2016 war ein spannender Film über Isolation und menschliche Verbundenheit. Just breathe. Everything is okay. Die Charaktere von Jennifer Lawrence und Chris Pratt sitzen größtenteils auf einem Schiff fest, ohne dass ihnen jemanden helfen kann. Das Thema der Verlorenheit wurde im Werbematerial berücksichtigt. We're all in this together. Die Symbole auf dem Plakat sehen vielleicht zufällig aus, aber wer mit dem Morse-Alphabet vertraut ist, weiß, was diese Linien und Punkte bedeuten. Sie stehen für SOS und weisen auf das Dilemma des Films hin. Chris Pratts Figur schreit nach jemandem, der ihn von der endlosen Einsamkeit rettet, die ihn bedrängt. You don't think there's a way back into hibernation? No. Nummer 6. Vorahnung. Jordan Peeles Wir war ein erschreckender Film, dessen zentrale Prämisse darin bestand, dass wir alle im Untergrund Zwillinge haben, mit denen wir untrennbar verbunden sind. Diese sind die einzigartigen Bösewichte und das Hauptargument des Horrorfilms. Auch das Marketing hat auf den Plakaten einen subtilen Hinweis auf die Verbindung gegeben. What are you people? We're Americans. Das Poster zeigt zwei Hände, die eine Schere halten, wobei die Griffe selbst wie zwei verschiedene Köpfe aussehen. Aber noch gruseliger ist, dass ihr, wenn ihr den Film gesehen habt, feststellt, dass die beiden Hände, die die Schere halten, eigentlich zwei verschiedene Versionen derselben Person sind. Die eine hat Handschuhe und die andere ist nackt. And to think, if it weren't for you, I never would have danced at all. Nummer 5. Ein Geschmack für das Kino. Wenn man es mit einem der besten Ermittler der Comics zu tun hat, ist es klar, dass die Fans vor der Veröffentlichung des zweiten Batman-Films von Christopher Nolan ein wachsames Auge auf die Neuerscheinungen haben werden.
It's simple. We kill the Batman. Einer der Vergleiche, die Detective Gordon zwischen dem Kreuzritter mit Umhang und dem Joker anstellt, ist ihr Hang zum Theatralischen. Ein Ausdruck, den die Vermarkter im Werbematerial verwenden. Take this guy. Armed robbery, double homicide. Got a taste for the theatrical, like you. Leaves a calling card. Am unteren Rand dieses Joker-Posters sind Symbole zu sehen, die, wenn sie umgedreht werden, den Schriftzug A Taste for the Theatrical ergeben. Das Marketing-Team hat die Webseite atasteforthetheatrical.com eingerichtet, auf der ein Zeitungsausschnitt der Gotham Times zu sehen ist, der auf die Handlung des Films hinweist. What we got? Nothing. No matches on prints, DNA, dental, clothing is custom, no labels. Nothing in his pockets but knives and lint. So fühlt sich das Publikum wie der kultige Detektiv. Nummer 4. Verschlüsselte Botschaft. Das Star Wars-Universum ist so dicht mit Überlieferungen gefüllt, dass es manchmal schwer ist, sich einen Reim darauf zu machen. Congratulations, you are being rescued. Please do not resist. Aber jeder Eingefleischte wird den galaktischen Grundstandard kennen, der mehrere verschiedene Schreibstile hat, darunter auch Aurobesh. You're asking us to invade an imperial installation based on nothing but hope. Rebellions are built on hope. Aber jeder Eingefleischte wird den galaktischen Grundstandard kennen, der mehrere verschiedene Schreibstile hat, darunter auch Arabisch. Auf den Pappaufstellern für die Theaterpromotion seht ihr verschiedene Sätze von Arabisch, die halbdurchsichtig auf mehreren Figuren stehen. Einmal entschlüsselt lauten die Sätze Beat back the rebels, join the empire, this station is the ultimate power in the universe und so weiter. Das sind einige Hinweise auf die Handlung und die Figuren im Film. Es war ein lustiges Easter Egg für Superfans der Serie. Nummer 3. Versteckte Hinweise. An Darren Aronofskys Mother scheiden sich die Geister. Die einen nennen ihn außergewöhnlich, die anderen scheinen von seinem Tonfall verwirrt zu sein. You didn't need to do all of this. I wanted to. You've been working so hard. Yeah, right. Die Plakate könnten euch jedoch einen Hinweis darauf gegeben haben, was euch erwartet. Ein Nutzer fand heraus, dass man die URL http://youllneveranswerthedooragain.com finden kann, wenn man den blauen Kanal auf einem der Poster isoliert. I know. Excuse me? Außerdem möchten wir eure Aufmerksamkeit auf den Türknauf und das kleine Bild auf dem künstlerischen Jennifer Lawrence Poster lenken. Und auf dem Poster von Jeva Bardem sind verschiedene Gesichter in den Flammen zu sehen und etwas, das wie ein Baby in der Spiegelung der Kugel aussieht. Gruselige Sachen und noch besser, wenn ihr den Film gesehen habt und wisst, was sie bedeuten. Nummer 2. Angedeutete Schurken. Die Indizien für den dritten Spider-Man-Film im MCU sind unerbittlich. Eine Andeutung nach der anderen taucht auf und gibt Hinweise auf die Helden und Schurken, die darin auftauchen könnten. Hello, Peter. Willem Dafoes Green Goblin wurde zwar angedeutet, dass er zur Besetzung des Films gehören würde, aber erst als er auf einigen Plakaten ganz, ganz klein im Hintergrund auftauchte, bestätigten die Fans, dass er es wirklich ist. Ihr könnt eine winzig kleine Silhouette von ihm sehen, die das Internet sofort aufgegriffen hat. In zukünftigen Promos und Trailern wurde er dann in viel größerem Umfang gezeigt, aber dieses versteckte Detail war unglaublich verlockend für die Marvel-Fangemeinde. Peter, you're struggling to have everything you want. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Interaktive Hinweise. Kenneth Branaghs Verfilmung des Agatha Christie-Romans ist ein kultiger Krimi, bei dem die Zuschauer vom ersten Moment an versuchen, den Täter zu finden. Who did this? No, can't say, sir. Aber aufmerksame Zuschauer hätten in den verschiedenen Werbematerialien ein paar zusätzliche Hinweise finden können, wenn sie aufmerksam genug gewesen wären. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Poster, auf dem nur Josh Gads Figur zu sehen ist. Mr. McQueen, is this really the time for drinking? My boss is dead. I'm out of a job and you're looking at me like I did it. Auf seinem Einstecktuch befindet sich eine Telefonnummer, bei der man einen Anrufbeantworter von der echten Figur hören würde, wenn man sie anruft. Viele dieser Geheimnisse waren in der Werbung versteckt, die meisten führten zu der Webseite cluesareeverywhere.com. Das gab dem Film einen geheimnisvollen Touch. Merci, Mr. McQueen. Thank you. If we have any further questions, we will call for you again.
Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch doch dieses Video von Mutschmojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.